Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Der Waschstift von den Simulanten sagt Hallo. Ihr von der Mini-Brunnen-Map. Ich bin heute hier allein unterwegs auf der Karte. Hab mal ein bisschen was verändert am Hof, wie ihr seht. Hier Precision Farming, das Häuschen dafür. Und hier habe ich mir ein kleines Lager hingesetzt, was Dünger, Kalk und Saatgut angeht. Ja, und ist noch ein bisschen was zu tun. Ich wollte mir mal hier den Hack schnappen, den großen. Da habe ich hier noch. Ja, und mal wieder das gleiche Problem wie eh und je. Simple IT. Ich stecke nicht drin. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Da geht es auf. Naja, egal. So, ich nehme den großen und wollte ein bisschen Gülle noch fahren. Und dann kann ich währenddessen, oder das mache ich vielleicht gleich zum Anfang, schicke ich dann mal den kleineren MB los. Kann ich mit Cursebildern machen. Der schon mal ein bisschen Bodenbearbeitung macht oder eventuell sogar schon sieht. Schauen wir mal. So. Wo ist er denn überhaupt? Ah, der ist noch beim Kalk fahren. Ja, dann machen wir das doch zuerst, holen den mal zurück. Hier nochmal aus. Da ist er. Der Tausender, der hat hier oben das Feld noch gemacht. Den fahren wir jetzt mal zurück. Ja, linke Hand seht ihr hier meinen Kuhstall, den habe ich da hingepflanzt. Ist aber noch nichts drinne. Wollt erstmal noch zusehen, dass ich ein bisschen hier was generiere, sei es Gras oder. Hier rechts habe ich einen Mist-Import praktisch hingesetzt, dass ich mir Mist kaufen kann, wenn ich möchte. Fällt mir ein, ich könnte mir auch mal einen Miststreuer kaufen. Jetzt fahre ich einmal zum Hof, bringe hier den Kalkstreuer weg. Hier sind nämlich auch noch einige Felder. Da müsste ich glaube ich auch noch Kalk drauf werfen, da unten, ja. Alles zu seiner Zeit, wir sind noch Mitte Frühling bei 24 Tage Seasons, habe ich auf jeden Fall noch einiges an Zeit. Ja, wieso Mini-Brunnen? Im Moment sind wir ja mit den Simulanten, mit Kramer und Pelissaria viel auf der Bergisch unterwegs bei den Farming Dudes. Und da habe ich gesagt, um irgendwie noch der Singleplayer zu machen und dort halt auch ein bisschen was zu schaffen. Ich hatte ja eigentlich erst die Weichen, ja, von der Wegeführung her doch nicht ganz so, dass ich sage, ja. Und insofern bin ich dann nochmal auf die Mini-Brunnen gegangen, die habe ich ja früher auch schon mal gespielt, also der ein oder andere wird es wahrscheinlich kennen hier. Muss jetzt warten. So, fahren wir einmal hinten rum. Ah ja, das kann aus, brauchen wir nicht mehr.
kann eigentlich mal umhängen, dann tue ich nämlich hier den 900er dran. Kann der nicht eigentlich zu schnell. So, dann kommt der da jetzt raus. Ich bin jetzt vor den Kalkstrahl, dann kann der nämlich gleich weitermachen. Und den nehmen wir jetzt. Kommen wir hier rum, ja, ne? Oh, da können wir auch mal. Da müsste ich eigentlich noch zum Händler fahren. Fahre ich gerade einmal zum Händler und hole mir noch mal ein kleines Gewicht. Wenn ich dann nämlich die Kreiselegge plus Sämaschine hinten dran habe, dann denke ich mal, jetzt dann doch ein bisschen schwer auf der Hinterachse.
Wasser. Ich muss schon mal bei der runter. Hier in meinem Lager kann ich dann nämlich schön auffüllen. Mal gucken, ob ich da. Ach, genau. Das muss man hier nämlich anschalten. Dann stehe ich wahrscheinlich nicht ganz drunter. Mal gucken, mal gucken. Weiter zurück. Jawohl. So, das wieder zumachen. Muss ich mal gerade gucken, wie hier meine Felder am Hof aussehen, gülletechnisch und kalkmäßig müssten die eigentlich alle gut aussehen. Schauen wir mal. Ja, pH-Wert ist hier voll in Ordnung. Die 9 könnte ich machen und ansonsten müsste hier eigentlich überall noch Gülle drauf. Aber dann schicke ich den einfach schon mal auf die 9, dann kann der da nämlich einfach schon mal ein bisschen sehen. Muss ich gerade auch nochmal schauen, wie das jetzt aussieht. Den lasse ich mit Curseplay fahren. So. Über eine Weizen, Gerste, Raps und nur. Ackergras. Ackergras habe ich noch nie gemacht, das machen wir nochmal. Mal gucken, was er dazu sagt. Ackergras, jawohl. Das Generierung ist die Nummer 9. Er soll auf den kurzen Seiten das machen. 3 Meter hat er. Dann generieren wir den Kurs. Kurz nach außen gehen. Ja, was vielleicht auffällt, wenn man jetzt hier so mal die Geräte hinten anschaut, dass sie so mitrippen, habe ich ja schon mal gesagt, das ist der Reha-Mod und die Fahrzeuge sind alle angepasst, was den Reha-Mod angeht, sprich was die Physik angeht, dann Kramer 14, der hier mit der auch dabei ist und die alle umgebastelt hat, die Fahrzeuge. Ja, wirkt alles ein bisschen realer natürlich dann dadurch. So. So. Mal das nochmal. Ja, hier übrigens noch Schafstall hingepflanzt. Passt hier von den Markierungen nicht ganz, weil ein bisschen erhöht liegt. Aber ich fand den ganz schön, er sollte dahin. Markierung kriege ich auch soweit erstmal nicht weg.
schauen uns den gerade einmal an hier. Jetzt bist du dran. Noch 3-7 drinne. Jo, dann müssen wir einfach die Vorfahrt, das ist doch Schwein abgehen. Ich jetzt einmal zum Handel und hole mir da ein bisschen Kalk. Ja, wieso will er nicht? So, dann kann ich mit dem nämlich jetzt zur 5 fahren. Bin ich auch nicht hingefahren. Könnte ich direkt mal einen Autodrive-Kurs einfahren. Schauen wir mal, da haben wir schon soweit.
bisschen raus. Ja, genau. So, bis hier ran. Da dran. Kommst du her. Und dann muss noch. Bei hier. Sieht gut aus. Ja, da hat er natürlich jetzt mit einem vollen Kalkanhänger hinten mit 6000er da echt zu kämpfen hier berghoch. Deswegen auch so ein kleiner Gang. Mit ein bisschen mehr Anlauf oder besserem Gang von vornherein wäre es auch besser gegangen. Das mal als Feldeinfahrt bezeichnen. Kann man bezeichnen als Feldeinfahrt, oder? Da vorne könnte auch eine sein. Wir machen das mal als Feld 5. Und das hier. Da noch ein Stück drauf. Jetzt soll der hier auf Feld 5. Vorgewende kann der ruhig komplett drumherum machen. Da möchte er anfangen. Lass ich den nämlich jetzt einfach hier den Kalk verteilen. Wollte ich auch noch mal gucken, das ist nämlich auch immer so die Sache, so war das. Wenn der ein Helfer drin ist, dann hat der kein Getriebe. Und dann soll er im ersten Wegpunkt anfangen, kann der nämlich jetzt hier schon rödeln. Jawohl. Und ich kann mich um den hier kümmern. So, da muss ich erstmal ein bisschen Gülle holen. Fahren wir zu BGA.
Hier habe ich nämlich auch einen Trigger hingesetzt. Ölimport gerade für den Anfang. Kennt das von uns. Wenn man nichts hat, ist das relativ günstig. Sehe aber gerade, ich muss auch mal wieder ein bisschen an den Kredit ran. Viel Kohle habe ich hier nicht mehr. Schaue ich mal, wo fahren wir dann hin? Könnte man, wir sind jetzt da, 19, 14, 18, muss alles gemacht werden. Ich glaube, da habe ich auch noch eine Wiese. Die 8 war, glaube ich, nee, die 8 war keine Wiese. Keinen Kurs, können wir mal gucken gerade. Jawohl, da haben wir noch keinen. Hopp. Jetzt einmal gerade dran lang, hier wäre die Einfahrt. Na, nee. Löschen. Gut löschen, ja. Die wollte ich nicht haben. Zurück. Feld. Da. Feld 19. Das wollten wir. So, dann haben wir das auch erledigt. Und dann kann ich den nämlich jetzt auch mit Curse-Spray auf die 19 schicken. Rundherum machen wir 2. Der hat 8. 9.
gucken, ist auf der anderen Seite, glaube ich. So, weil ich jetzt mit dem Mauszeiger im Curseplay-Menü war, hatte ich einmal aufgehört. Machen wir mal die hintere Sperre noch rein, die dicke Gülle fast hier. Da werde ich jetzt öfter mal hin switchen müssen, weil der dann natürlich wieder Gülle braucht. Dann mache ich im Prinzip den Abfahrer hier. Und dann lassen wir den am ersten an. Ja, der hier ist schon wieder fertig. Dann kann es mit dem auch weitergehen. Der aber gerade gut von der Zeit her. Na. Anderen rein. So. Der lässt mich da gerade nicht rein. Muss ich mal gucken. Ich auf jeden Fall. Der ist jetzt hier am Gülle fahren. Extremmäßig, ja, sehr schwach, aber er tutet. Ja, der andere war fertig mit Kalken, sprich hier, der ist fertig. Der ist am Sehen. Ja, viel passiert in dieser Folge. So geht es auch demnächst weiter hier auf dem Minigrund. Da passiert ein bisschen mehr auf den kleinen Feldern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Schaut übrigens in die Videobeschreibung unten rein. Da sind noch ein paar Links von den Dudes und. Ja, da wird euch geholfen, was Rea angeht, VCA und so weiter und so fort. Lasst ein Däumchen da. Oder ein Abo, würde mich freuen. Kommt auf Twitch vorbei, wenn wir wieder Livestream machen. Der Waschte von den Simulanten sagt tschüss.